Herzlich willkommen bei Service Trends. Sie haben sich bestimmt auch schon mal über Ihren Nachbarn geärgert. Vielleicht war es zu laut oder die Würste haben zu doll auf dem Grill geduftet. In den meisten Fällen gehen solche Streitereien glücklicherweise gut aus und man versöhnt sich wieder. Aber leider kommt es auch immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen unter Nachbarn. Januar 2018. In Darmstadt erschießt ein 50-jähriger Mann eine 45-jährige Frau auf offener Straße. Nach der Tat zündet er sein Auto an und erschießt sich selbst. Hintergrund der Bluttat: ein jahrelang schwelender Nachbarschaftsstreit. Die Frau hatte den Mann angezeigt, ihre Gartenhütte beschädigt zu haben. Dezember 2017, Baunatal. Blutspuren im Eingangsbereich eines Dreifamilienhauses sind stumme Zeugen einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Nachbarn. Es hat an die Tür geklopft. Ich habe aufgemacht und da kam schon der Arm mit der Axt drin geflogen. Ich habe den Schlag abgewehrt. Wert hier gerade das Messer da erwischt hier und ja, das war's dann. Mit seinem Pizzamesser hat sich der 63-Jährige gegen die Axtattacke des Nachbarn gewehrt. Der wurde lebensgefährlich verletzt. Grund für die Tat: Auseinandersetzungen um einen Stromzähler. März 2017. Im Kasseler Stadtteil Fasanenhof kommt es in einem Vierfamilienhaus zum Streit. Ein 68-Jähriger schießt auf seine Nachbarn, ein Ehepaar. Die 30-jährige Frau trifft er an Armen und Beinen, den 48-jährigen Mann in den Oberkörper. Er stirbt, die Frau überlebt schwer verletzt. Die Polizei nimmt den Rentner fest und stellt bei ihm eine Schrotflinte und eine Faustfeuerwaffe sicher. Hintergrund der Tat: ein Nachbarschaftsstreit um eine überhöhte Nebenkostenabrechnung. Dezember 2016, im Frankfurter Stadtteil Eckenheim, treibt ein Katzenmörder sein Unwesen. 5 Tiere hat er schon auf dem Gewissen. Er bindet ihnen die Pfoten zusammen, erwürgt sie und schlitzt ihnen den Bauch auf. Die Katzenbesitzer sind schockiert. Wir haben einfach ein Monster laufen hier. Sie glauben, dass ein Nachbar hinter den Taten steckt, den der Lärm der freilaufenden Tiere stört. Mai 2016, Bischofen-Wilsbach. Mit ihrem Auto überfährt eine 47-jährige Frau einen Bauarbeiter an ihrer Grundstücksgrenze, schleift den Mann einige Meter mit. Ihre 15- und 17-jährigen Söhne greifen den zweiten Arbeiter mit Beilen an und verletzen ihn am Hals. Beide Männer müssen schwer verletzt ins Krankenhaus. Hintergrund des Amoklaufes: Steine, die zu weit auf das Nachbargrundstück ragen. Unfassbar. Schönen guten Abend, Birgit Bertsch, Rechtsanwältin, Hallo. Die sich täglich mit sowas befasst. Schwierige Aufgabe. Das waren ja jetzt echt heftige Fälle, Frau Bertsch, ne? Und klar, da kommt natürlich auf jeden Fall die Polizei. Aber kommt die Polizei bei jedem Nachbarschaftsstreit? Ja, also hier haben wir jetzt wirklich die extremen Fälle. Das waren strafrechtlich relevante Fälle. Normalerweise kommt die Polizei nicht immer, wenn es natürlich um Bagatellen geht. Oft ist ja Lärm aber auch schon eine Gesundheitsbeschädigung, gegebenenfalls. Und dann wird die Polizei schon einschreiten, wenn es eben zu heftig wird. Mhm. Sonst ist das Gericht oder Ordnungsbehörde zuständig. Richtig, sonst muss man sich eben an die Behörden wenden. Ja, also wenn es jetzt so zum Beispiel um solche Bagatellen wie zum Beispiel Grillgestank oder wuchernde Hecken geht, dann ist der Anwalt eigentlich oder der Gang zum Anwalt unvermeidbar? Naja, was soll ich dazu sagen als Anwältin? Es gibt natürlich auch erstmal noch andere Möglichkeiten. Ja. Und zwar hat der Gesetzgeber gesehen, dass es immer mehr von diesen Streitigkeiten gibt und hat deswegen irgendwann mal die Länder dazu ermächtigt, sogenannte Schlichtungsverfahren einzuführen. Davon hat zum Beispiel das Land Hessen auch Gebrauch gemacht. Gibt es eine schöne Broschüre vom Justizministerium, da heißt es dann Schlichten statt Richten. Da ist also für gewisse Ansprüche im nachbarrechtlichen Bereich und auch für ehrverletzende Äußerungen zum Beispiel diese Schlichtungsstelle erstmal vorab anzurufen. Sonst wäre eine Klage unzulässig, wenn man vor Gericht damit geht. Also das ist tatsächlich Pflicht und dazu muss man sich an die Schiedsämter bei den Gemeinden oder bei den Städten. Wer sind diese Schiedsleute? Ja, das sind Ehrenamtler, die sich da in irgendeiner Form haben schulen lassen. Mhm. Das sind gerade keine Anwälte oder Richter, das sollen sie auch nicht sein. Leute mit gesundem Menschenverstand vielleicht. Genau, die werden auch so ausgeschrieben, die Stellen. Mhm. Und einer gewissen Lebenserfahrung, zu jung vielleicht auch nicht gerade. Mhm. Was kostet so ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren? Also im Vergleich zu einem gerichtlichen Verfahren wirklich nicht viel, 20 bis 50 Euro. Das ist ja echt richtig günstig. Aber es kann ja jetzt so schlimm mit meinem Nachbarn schon sein, dass ich gar nicht mehr mit dem rede. Wie kann mich dann auf so ein Schlichtungsverfahren überhaupt verabreden? Also man kann natürlich die
Möglichkeit haben, einen Anwalt hinzuzuziehen. Oder es gibt im Internet so Vermittlungsportale, die kann man wohl auch kostenlos in Anspruch nehmen. Und dann schreibt eben erstmal als erstes dieses Portal diesen Nachbarn an und versucht da in irgendeiner Form den Weg zu ebnen. Das ist ja super. Ja. Also die Statistik sagt, das geht 50-50 aus. Da einigen sich viele, aber andere landen dann tatsächlich doch noch vor Gericht. Wie hoch sind denn die Kosten bei einem Gerichtsverfahren? Naja, das hängt von dem Streitwert ab. Der wird festgesetzt vom Gericht. Da ist eben die Frage, bei zum Beispiel irgendwelchen Hecken, die geschnitten werden müssen, kann man die Kosten dafür dann als Streitwert berechnen. Man muss natürlich bedenken, so ein Verfahren hat Risiken, wenn man es verliert. Das heißt, man zahlt seine eigenen Kosten, man zahlt die der Gegenseite und die Gerichtskosten. Das kann schon mal, da können schon mal ein paar 100 oder 1000 Euro zusammenkommen, je nachdem. Also deshalb wäre eine Rechtsschutzversicherung ein guter Tipp? Ja, das ist so eine Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutz. Die hat eigentlich diesen Bereich Wohnen inklusive. Da muss man sich dann eben beim Versicherer erkundigen. Aber das macht schon auch Sinn. Ich habe eben gesagt, Sie haben schon viele streitende Nachbarn auch bei sich gehabt. Ja. Was war so Ihr kuriosester Fall? Ja, also es gibt natürlich in dem Bereich sehr viel, gerade wenn es ums Persönliche geht. In dem Fall ging es um eine Frau, die sich belästigt fühlte durch Rauch aus der Nachbarwohnung, aber nicht etwa durch die Fenster sollte der Rauch nur eindringen, sondern durch die Steckdosen. Oha. Und auch durch die Lüftung. Da muss er echt viel geraucht haben. Angeblich, ja. Da wurde sogar nachher ein Gutachter reingeschickt. Das war also auch von den Kosten her erheblich und gebracht hat es ihr nichts, denn der konnte nichts feststellen. Das ist wahrscheinlich mit Gerüchen auch gar nicht so einfach, ne? Nein. Also man stelle sich vor, wie so eine Beweisaufnahme dann auch abläuft. Im Prinzip muss ja derjenige dann da stehen oder jemand anders, der raucht in der Zeit. Und überhaupt das festzustellen, ist schon sehr schwierig. Ja. Wie ist es also auch bei rauchenden Nachbarn in anderen Wohnungen? Ist dann eher der Vermieter zuständig oder sozusagen der Rauchende? Beides. Also man kann sich an den Vermieter wenden, kann da auch einen Mietmangel gegebenenfalls geltend machen, wenn die Voraussetzungen dafür zutreffen. Da muss natürlich die Beeinträchtigung schon sehr erheblich sein. Ja. Genau Gleiches gilt für Grundstücksnachbarn oder auch Wohnungsnachbarn, die sich entsprechend direkt an den anderen wenden können im Anspruch. Das muss schon eine erhebliche Beeinträchtigung sein, die also nicht nur, und da sind wir im subjektiven Bereich, jeder empfindet Dinge unterschiedlich. Also bei Lärm ist es ein bisschen leichter, sagen Sie, da reden wir später auch noch ausgiebig drüber. Wir gehen mal nach draußen wieder sozusagen. Bei Einfamilienhäusern sind ja wuchernde Bäume oder auch Hecken vom Nachbarn oft so ein Streitthema, die so rüberwuchern zu mir. Darf ich da einfach mit der Schere rangehen? Ja, also unter bestimmten Voraussetzungen schon. Da gibt es einen schönen Paragraphen, der heißt Überhang. Und danach kann man, wenn man den Nachbarn dazu aufgefordert hat, die Äste zu entfernen oder auch Wurzeln, und der hat es nicht gemacht, kann man selbst Hand anlegen. Aber gut, das wäre das Erste. Ne? Ist ja eigentlich auch das Gebot der Höflichkeit. Man geht zuerst mal hin und sagt, das stört mich, mach das bitte ab. Ja. Wie lange hat er denn Zeit zu reagieren? Ach ja, so eine angemessene Frist, ich sag mal eine Woche oder 10 Tage, je nachdem, was es für einen Umfang auch hat. Ne? Ja. Und dann, ganz wichtig, man darf die Äste behalten, die man abgeschnitten hat. Ah ja, es kommt darauf an, was da so dranhängt. Ne? Ein paar leckere Äpfel oder so. Muss ich das selber machen oder kann ich gegebenenfalls auch eine Firma beauftragen? Naja, es muss ein bisschen verhältnismäßig sein. Ich kann es, wenn ich es selber machen kann, einfach, dann ist es schon eher verhältnismäßig, es zu tun. Wenn ich das vielleicht auch nicht kann, aus körperlichen Gründen, kann ich durchaus eine Firma damit beauftragen und die Kosten mir dann beim Nachbarn einfordern. Also erstmal wieder Rechnung schicken und wenn er sie nicht bezahlt, dann gegebenenfalls einklagen. So ist es. Ah ja.